So, liebe Leute, die Prüfung für die Industriemeister Metall Basisqualifikation ist vorbei. Gott sei Dank. Aber natürlich sind die Fragen immer noch brandaktuell nach dem Motto, habe ich die Aufgaben einigermaßen richtig bearbeitet oder nicht? Wir besprechen in einem Webinar die Prüfungsarbeit NTG aus dem Frühjahr 2022, deren Aufgabenstellung mittlerweile ja auch hinreichend im Umlauf ist. Wir werden die 7 Prüfungsaufgaben besprechen. Die erste Aufgabe geht über die Wasserchemie, Korrosion und so weiter. Dann ist der bekannte Druckübersetzer wieder am Start. Wir haben es dann mit einer Luftströmung zu tun, dessen Video ihr jetzt auch schon bei YouTube euch anschauen könnt. Dann eine Fliehkraftaufgabe, wo auch Reibungskräfte im Ansatz stehen und so weiter. Und gleichmäßige Beschleunigung von irgendeinem Zylinder, den wir tatsächlich am Start haben. Ich suche den hier gerade. Irgendein Pneumatikzylinder, der ein- und ausfahren soll und so weiter. Das werden wir uns dann auch noch mal ganz genau angucken. Klassische Aufgabe zum elektrischen Widerstand, Leistungsberechnungen und so weiter. Und zum Schluss eben auch die Aufgabe zum Mittelwert. Und eine Standardabweichung ist es diesmal nicht, aber Spannweite und prozentuale Anteile. Das sind die Themen, die wir besprechen wollen. Die Aufgaben haben wir nachempfunden, sodass sie also tatsächlich für jedermann zugänglich gemacht werden können, so wie wir sie hier eben auch sehen. Naja, zum Teil sind sie eben auch schon durchaus bekannt und dementsprechend wollen wir hier nur natürlich die entsprechenden Verständnisfragen klären und das in 2 Stunden. Diejenigen, die Interesse an dieser Nachbesprechung haben, wir zeichnen das Ganze auf. Wir streamen das dann für euch bis zum 3.11.22, sodass also unsere Webinaraufzeichnung so lange eben auch verfügbar ist. Das Ganze könnt ihr für 25 € erwerben, wenn ihr hier praktisch auf den PayPal-Link klickt oder ihr mir eben einfach eine E-Mail schreibt auf unsere ta-bendig.de Adresse, dann seid ihr dabei. Gut, ich freue mich auf euch. Bis dahin.